Das hier ist der Öltanker Andromeda Star. Im Frühjahr 2024 passiert das Schiff gerade das Meer vor Kopenhagen, als es in der Nacht mit einem kleineren Frachtschiff kollidiert. Beim Tanker, der über 100 Millionen Liter Öl fassen kann, entsteht ein Schaden am Rumpf. Wir haben uns den Vorfall genauer angeschaut, denn hierbei geht es nicht einfach um irgendein Schiff. Die Andromeda Star ist Teil einer gigantischen russischen Schattenflotte. In diesem Video zeigen wir dir, wie Russland mit rostigen Öltankern und illegalen Seemanövern Wirtschaftssanktionen umgeht, wie Putin damit seine Kriegskasse füllt und bei uns in Europa eine riesige Umweltkatastrophe riskiert. Um das Problem zu verstehen, müssen wir uns bewusst sein, Russland lebt vom Öl. Abgesehen von Saudi-Arabien verdient kein anderes Land so viel Geld mit dem Export von Rohöl. Wir sprechen hier von mehreren hundert Millionen Franken, die täglich in die Staatskasse des Kremls fließen. Genau diese Einnahmequellen will der Westen nach Beginn des Kriegs in der Ukraine stoppen. Dafür setzen diese Länder eine Preisobergrenze für russisches Öl. Das bedeutet, Reedereien aus diesen Ländern dürfen jetzt nur noch russisches Öl transportieren, wenn die Fracht zu Preisen von 60 Dollar pro Barrel oder weniger gehandelt wird. Zusätzlich verbieten diese Länder den Import von russischem Rohöl per Schiff komplett. Die westlichen Versicherungen, die solche Schiffe versichern, sind ebenfalls von den Sanktionen betroffen. Und das Ding ist, um solche westlichen Versicherungen kommt man fast nicht herum, wenn man, so wie Russland, im großen Stil Öl transportieren will. Das bedeutet, Russland muss sich wohl oder übel an den Preisdeckel halten. Und der befindet sich deutlich unter dem damaligen Marktpreis. Die Sanktionen scheinen zu greifen. Doch nach einigen Monaten steigt der Preis für russisches Öl wieder über diese 60 Dollar pro Barrel. Das bedeutet, Russland hat einen Weg gefunden, die Sanktionen zu umgehen. Und zwar mit einer riesigen Armada von Öltankern, einer sogenannten Schattenflotte. Man nennt sie so, weil diese Schiffe auf Praktiken setzen, die oft dubios, manchmal sogar illegal sind. Und meistens sind das Schiffe, die schon älter sind und nur selten eindeutig mit Russland in Verbindung gebracht werden können. Eines davon ist die Andromeda Star, unser Beispiel vom Anfang. Ich habe mir mal angeschaut, was man über dieses Schiff herausfinden kann. Wir haben diese Aufnahmen von der Andromeda Star bekommen. Und da fällt schon mal auf, das Schiff fährt nicht unter russischer Flagge. Das hier ist die Flagge Panamas. Das Schiff ist also dort registriert. Und Panama ist gerade für, sagen wir mal, weniger seriöse Schiffsbesitzer attraktiv, da die Schiffe dort kostengünstig registriert werden können und die Besitzer ein hohes Maß an Anonymität genießen. Zudem gibt es kaum Regulierungen, was die Wartung und das Alter der Schiffe anbelangt. Spannend ist auch, wem die Andromeda Star gehört. Der Eigentümer ist die Firma LG Marine Incorporated. Diese Angaben finden wir in einem öffentlichen Register für Reedereien. Dort heißt es, dass die Firma das Schiff am 17.11.2023 übernommen hat. Der Sitz der Firma befindet sich auf den Seychellen. Das ist natürlich auffällig, weil die Seychellen für sehr tiefe Unternehmenssteuern und die vielen Briefkastenfirmen bekannt sind. Eine Website oder Telefonnummer findet man nicht für die LG Marine Incorporated. Aber wir können uns ja ihren Standort mal genauer anschauen. Auf Google Maps sieht man, dass es sich hier um ein Einkaufszentrum handelt. Interessant. Wenn man der Adresse nochmals über eine einfache Google-Suche nachgeht, findet man heraus, dass an der exakt gleichen Adresse eine Consulting-Firma ihren Sitz hat. Die bietet zufälligerweise Offshore-Unternehmensgründungen an und die Registrierung von Yachten. Neben Englisch und Französisch, zwei Amtssprachen der Seychellen, ist die Webseite auch auf Russisch verfügbar. Spannender Zufall. Ich denke, das sollten wir mal anrufen. Hello, speaking. Hello, this is Florentine speaking. And our question would be, do you have many customers from Russia? No, not since the war started. Are you, like, connected to the LG Marine Incorporated? No, we do not have a company with what this name says. Sorry. Okay, but we found that it has, like, the same address as the consulting. It's something I would have to look into, but we don't have a company with that name. But do you do, like, ship registrations? No, we have discontinued these services because of what's happening in the world now.
So anything to do with ship registrations, we have discontinued services such as these, because they have been deemed too high risk. Okay, scheint von nichts zu wissen. Wir haben aber noch weitere Unternehmen gefunden, die ihren Sitz genau an der gleichen Adresse haben, sogar in der exakt gleichen Büroeinheit. Das legt den Verdacht nahe, dass es sich bei der LG Marine Incorporated um eine Briefkastenfirma handelt. Schauen wir mal, was wir über die Firma herausfinden, die sich um das Management des Schiffs kümmert. Die Magao Marine Solutions. Die befindet sich nochmals an einem anderen Ort, nämlich in Kolim, Indien. Auch hier keine Website und keine Telefonnummer. Ziemlich shady das Ganze. Also wir haben ein Schiff, das in Panama registriert ist, das einer Firma in den Seychellen gehört, möglicherweise einer Briefkastenfirma, und das von einer indischen Firma gemanagt wird, über die wir so gut wie keine Informationen finden. Wer wirklich hinter diesem Schiff steckt, ist also schwer herauszufinden. Was wir aber während unserer Recherche herausgefunden haben, Beispiele wie das der Andromeda Star gibt es zahlreiche. Experten schätzen die Größe der Schattenflotte auf etwa 400 bis 1700 Schiffe. Neben dubiosen Besitzstrukturen verfügen die Schiffe der Schattenflotte über weitere Tricks, mit denen sie versuchen, die Sanktionen zu umgehen. Zum Beispiel, wenn es um ihre Standortdaten geht. Dazu muss man wissen, internationales Seerecht besagt, dass auf den Weltmeeren jedes größere Schiff mit einem sogenannten AIS-Transponder ausgestattet sein muss. AIS steht hier für Automatic Identification System. Dieser Transponder sendet den eigenen Standort und empfängt den Standort aller Schiffe in der Umgebung. Das kann zum Beispiel wichtig sein, um bei schlechten Sichtverhältnissen sicher aneinander vorbei navigieren zu können. Den Transponder auszuschalten ist nur in ganz seltenen Fällen erlaubt, etwa um die Crew vor Piraten zu schützen. Oder wie im Fall der Andromeda Star, als das Schiff Anfang 2024 im Roten Meer von den Houthi-Rebellen angegriffen wird. Bei späteren Fahrten durch diese Region schaltet die Crew deshalb das AIS aus. In diesem Fall ist das legitim. Das ist aber nicht immer so. Viele Schiffe der Schattenflotte manipulieren diese AIS-Daten. Diese Vorgehensweise nennt man Spoofing. Ganz einfach gesagt, schickt das Schiff bei diesem Vorgang gefälschte Standortdaten. Also es gibt vor, sich an einem Ort zu befinden, steht aber in Wirklichkeit ganz woanders. Schauen wir uns mal ein echtes Signal an. Hier in der Mitte setzt das Schiff den Anker und kreist aufgrund der Meeresströmung rund um diesen Punkt herum. Hier im Gegensatz dazu das gespoofte Muster. Es bildet sich eine geometrische, anorganische Form. In Extremfällen, wie hier zu sehen, ist die Vorgehensweise mehr als offensichtlich. Genau solche Muster findet man zum Beispiel, wenn man die Standortdaten des Tankers Cathay Phoenix genauer anschaut. Auch er gehört mutmaßlich zur Schattenflotte Russlands. Das sind die AIS-Daten vom März 2023 im japanischen Meer. Sie sehen mehr als verdächtig aus. Das Muster ist geometrisch und wirkt extrem anorganisch. Schaut man sich die Satellitenbilder vom gleichen Zeitpunkt und Ort an, merkt man schnell, das Schiff befindet sich gar nicht an dieser Stelle. Journalisten der New York Times ist es gelungen, den echten Standort aufzuspüren. Dieser liegt zu diesem Zeitpunkt rund 400 Kilometer nördlich, in Russland. Dort wird das Schiff gerade mit russischem Rohöl beladen. Sind die AIS-Daten so auffällig wie hier, ist es noch relativ einfach, sie als Spoofing zu entlarven. Oft geschieht das Spoofing aber noch viel raffinierter. Zum Beispiel gibt ein Schiff vor, eine bestimmte Strecke besonders langsam abzufahren. Tatsächlich fährt das Schiff aber an einen anderen Ort und holt die Strecke dann einfach wieder auf. Oder es wird eine Route vorprogrammiert, während das Schiff in echt eine ganz andere Strecke fährt. Gerade bei solchen Beispielen ist es dann sehr, sehr schwierig, die Manipulation nachzuweisen. Eine andere Taktik, die Schiffe der Schattenflotte gerne anwenden, sind Ship-to-Ship-Transfers, sogenannte STS. Dabei wird meist auf hoher See die Ladung eines Schiffes auf ein anderes Schiff gepumpt. Diese Transfers sind nicht per se illegal, sie dienen aber oft dazu, Wirtschaftssanktionen zu umgehen. Und das Manöver gilt als riskant, denn auf dem offenen Meer kann es schnell zu heiklen Zwischenfällen kommen. Wir haben einige Beispiele gefunden, bei denen auf Social Media stolz mit diesen STS angegeben wird. In den Kommentaren wissen anscheinend auch alle Bescheid. Der lakonische Golf in Griechenland war lange ein beliebter Ort für solche STS. Satellitenbilder zeigen, wie hier täglich mehrere Schiffe solche Manöver durchführen.
Das ist aber mittlerweile nicht mehr so, weil die griechische Marine begonnen hat, hier zur Abschreckung militärische Übungen abzuhalten. Weitere bekannte Spots befinden sich vor der spanischen und der türkischen Küste sowie vor Malta. Allein im Mittelmeerraum haben solche STS mit russischem Öl letztes Jahr um 54% zugenommen. Das schätzt das israelische Unternehmen Windward, welches sich auf die Analyse von Schiffsdaten spezialisiert hat. Alle diese Praktiken haben vor allem ein Ziel: die Herkunft der transportierten Fracht und die Verbindung zu Russland zu verschleiern. Wie sieht das bei der Andromeda Star aus? Kann man nachweisen, dass sie die Sanktionen umgeht? Schauen wir uns eine typische Reise des Schiffes mal ganz genau an. Sie beginnt hier in Ust-Luga, einem großen Hafen vor St. Petersburg. Es ist einer von Russlands größten Umschlagplätzen von Öl. Dokumente, die wir erhalten haben, zeigen, dass das Schiff hier mit 730.000 Barrel Rohöl beladen wird. Das sind über 100 Millionen Liter. Anschließend fährt es durch das Mittelmeer und legt am Suezkanal einen kurzen Zwischenstopp ein. Nach insgesamt etwa 5 Wochen erreicht das Schiff die Westküste von Indien. Hier in Vadinar wird das Rohöl über eine Unterwasserpipeline abgepumpt. Auch das geht aus den Logdaten hervor, die wir erhalten haben. Satellitenbilder bestätigen den Standort des Schiffs. Offensichtliche Fälle von Spoofing oder STS sind uns bei dieser Reise nicht aufgefallen. Dafür etwas anderes Spannendes. Satellitenbilder zeigen, dass sich nur wenige Kilometer südlich des indischen Hafens eine der größten Rohölraffinerien Indiens befindet. Diese Anlagen, also die Raffinerie und das Ölterminal am Hafen, gehören Nayara Energy. Und diese wiederum gehört fast zur Hälfte Rosneft, dem Ölunternehmen des russischen Staats. Die andere Hälfte gehört einer russischen Investmentgruppe. Russland ist also demnach auch an der Verarbeitung des Rohöls beteiligt. Die Andromeda Star hat die Strecke zwischen Russland und Indien in diesem Jahr bereits mehrfach zurückgelegt. Zu welchen Preisen das Rohöl bei diesen Fahrten gehandelt wird, ist fast unmöglich herauszufinden. Dazu brauchte man Einblick in die Bücher an Bord des Schiffs. Fakt ist aber, der Preis für russisches Rohöl auf dem Weltmarkt liegt seit Monaten fast immer über dem Preisdeckel von 60 Dollar. Dass das Öl auf der Andromeda Star deutlich günstiger gehandelt wird, ist daher unwahrscheinlich. Jetzt könnte man argumentieren, Indien hat ja keine Sanktionen verhängt. Wenn Indien russisches Öl kaufen will, mag uns das im Westen nicht gefallen, aber das geht uns im Grunde genommen ja nichts an. Nun ja, eben doch. Schauen wir uns nochmals die Andromeda Star an. Anfang März 2024 ist das Schiff auf dem Rückweg von Indien nach Russland. Am späten Abend des 2. März kollidiert es vor Kopenhagen mit einem anderen Schiff. Das geht aus den EIS-Daten hervor. Dieses Satellitenbild zeigt, wie die Andromeda Star wenige Stunden nach der Kollision am Unfallort vor Anker liegt. Nach einigen Tagen fährt das Schiff zu einer nahegelegenen Werft. Auch hier ist es auf den Satellitenbildern zu erkennen. Hier stellen die dänischen Seefahrtsbehörden laut diesen Dokumenten Rumpfschäden fest, die die Seetüchtigkeit beeinträchtigen. Zum Glück hatte das Schiff zum Zeitpunkt der Kollision kein Rohöl geladen. Sonst wäre es womöglich sogar zu einer Katastrophe gekommen. Und wahrscheinlich hätte keine Versicherung für den Schaden bezahlt. Denn bei der Andromeda Star gab es Ungereimtheiten bei der Versicherung. Bei einer Kontrolle gibt die Crew an, das Schiff sei bei der Gard versichert. Das ist ein norwegischer Versicherer für Ölverschmutzungen und Kollisionen, einer der größten der Welt. Sucht man das Schiff aber in der Datenbank des Versicherers, findet man keinen Treffer. Ein Sprecher der Versicherung bestätigt, dass das Schiff zum Zeitpunkt der Kollision nicht über Gard versichert gewesen sei. Und es wird noch dubioser. Die Crew soll ein weiteres Dokument vorgewiesen haben, welches zeigt, dass das Schiff bei der russischen Versicherung Ingusstrak unter Vertrag stehen soll. Das Schiff wäre also doppelt versichert, was in der Schifffahrt aber eher ungewöhnlich wäre. Und ob die russische Versicherung im Ernstfall gezahlt hätte, ist ebenfalls fraglich. Das ist aber nicht der einzige Fall, bei dem es beinahe zu einer Katastrophe gekommen wäre. Im Mai 2023 kam es ebenfalls in dänischen Gewässern zu einem Zwischenfall mit einem Schattenflottentanker. Dieser war mit 300.000 Fass Öl beladen. Das Schiff mit dem Namen Canis Power war aufgrund technischer Probleme für mehrere Stunden nicht mehr navigierbar. Und das auf einer der meistbefahrenen Schiffsrouten Europas. Dass hier nichts passiert ist, ist auch einfach nur reines Glück gewesen. Und das sind wirklich keine Einzelfälle. Seit die Sanktionen in Kraft getreten sind, haben Reedereien ihre Versicherungen für etwa 800 Tanker bei den großen westlichen Versicherern gekündigt. Stattdessen sind sie nun durch weniger bekannte Versicherer außerhalb der G7 versichert, von denen viele finanziell unsicher aufgestellt sind.
Und das deutsche Versicherungsunternehmen Allianz zählt mindestens 50 Zwischenfälle, bei denen Schiffe aus der Schattenflotte beteiligt waren. Darunter Brände, Motorausfälle, Kollisionen, Ausfall der Steuerung und Ölverschmutzungen. Im Juni 2024 reagiert dann auch die EU und setzt 27 Schiffe auf eine Sanktionsliste. Darunter auch die Andromeda Star. Wegen Hochrisikotransportpraktiken, wie es im Dokument der EU heißt. Und trotzdem fährt das Schiff vorerst weiter. Zum Zeitpunkt der Aufnahme befindet es sich wieder irgendwo im Indischen Ozean. Das ist auch kein Wunder. Nach dem Erlass der Sanktionen ist Indien zu einem der größten Abnehmer von russischem Rohöl geworden. Hier wird das Rohöl dann verarbeitet zu Benzin, Diesel und anderen Produkten. Und jetzt darfst du dreimal raten, wohin dieses Benzin und dieser Diesel dann hauptsächlich exportiert werden. Nach Europa. Das erklärt auch, warum der Westen nur zaghaft gegen die Schattenflotte vorgeht. Die Welt ist auf russisches Rohöl angewiesen. Ohne dieses würde sich das Angebot stark reduzieren und die Ölpreise würden in die Höhe schießen. Keine Regierung möchte in Zeiten hoher Inflation so etwas vor der eigenen Wählerschaft verantworten müssen. Und ja, auf der einen Seite muss Russland viel Geld investieren, um die Schattenflotte aufzubauen. Geld, welches sonst in den Krieg fließen könnte. Aber auf der anderen Seite hat Russland seit dem Angriff auf die Ukraine Rohöl im Wert von umgerechnet 500 Milliarden Franken exportiert. Und Russland nimmt dabei das Risiko einer Umweltkatastrophe ganz bewusst in Kauf. Verschiedene Experten bezeichnen die Schattenflotte aus ökologischer Sicht deshalb als eine tickende Zeitbombe. Wenn sich nichts ändert, ist nicht die Frage, ob etwas passiert, sondern wann. Abonniere unseren Kanal für mehr Videos. Und wenn du wissen möchtest, wo Putin wohnt, dann schau dir dieses Video hier an.